Part 3. Ein ganzes Part verballert für Schnipsel suchen. Und Part 3 bis 10 wird genauso weitergehen. Suche die verlorenen Schnipsel. Tja, ja, ja. An der Decke? Ernsthaft? Nein, warum sollten an der Decke Schnipsel sein? Ich muss ich überhaupt die Schnipsel suchen? Ich weiß es nicht. Da? Ich muss reinleuchten können. Das funktioniert irgendwie nicht. Ja. Gute Frage, wo ist der Schnipsel? Ich weiß es leider nicht. Das ist nur eine Bierdose. Das ist nur ein Blatt. Das ist ein Blatt. Eine Bierdose, ein Blatt. Eine Bierflasche. Noch eine Bierdose. Da liegt ein Schnipsel. Da liegt ein Schnipsel! Korrekt. So, jetzt brauche ich noch... noch mehr. So, jetzt haben wir alle Schnipsel hier gefunden. Ist der nächste bestimmt auch irgendwo hier. Ist ja unglaublich, es geht voran. Das sieht aus wie Müll hier alles auf dem Boden, ey. Woher soll man wissen, was ein Schnipsel ist und was kein Schnipsel ist? Alles genau absuchen. Das ist ein Blatt. Das ist ein Tempotaschentuch mit Blut. So, was haben wir denn hier? Nickes. Was haben wir denn hier? Auch nichts. Dann lass mich raten, liegt der Schnipsel bestimmt hier auf dem Tisch. Nicht. Muss man richtig aufpassen, dass du den nicht übersiehst, ey. Das sieht alles irgendwie so gleich aus. Was? Dose. Kann ich da rein? Nein. Liegt der Schnipsel da zwischen der Türe? Auch nicht. Pass auf, jetzt komme ich zurück und liegen auf einmal wieder der Schnipsel da. Irgendwo. Stimmt. Nicht. Ist immer noch dasselbe. Ploppen die erst noch eine Zeit auf oder was? Ich weiß es nicht. Kann nicht sein. Muss doch hier irgendwo sein, das Ding. Ich denke mal, noch so zwei Schnipsel müssen wir suchen. Es gibt noch zwei Parts. Wir wissen nicht, was danach noch passiert. Ob ich danach über weiterspielen kann, falls ich keinen Herzinfarkt bekomme. Tja, Blume, du hast keinen Schnipsel für mich. Ich habe leider kein Bild für dich. Boah, jetzt hab ich mich erschrocken wegen diesem Kabel von dem Telefon da unten, ey. Nein. Oh, das Gestöhne ist übelst laut hier in der Ecke. Scheint irgendwo ein Schlafzimmer zu sein.
Da muss ich... Alter Vater, ey. Das war doch der Teddybär jetzt. Wieso hat er denn jetzt hier geplockt? Wie soll man denn da wissen, dass da ein Schnipsel liegt, ey? Oh mein Gott. Ja, vielleicht zoomen wir einfach hier rein. Vielleicht passiert hier irgendwas. Ich habe auch gerade auf einen Teddybär gezoomt. Ich habe einen Schnitzel gefunden. Ein Schnitzel? Nein, ein Schnipsel meine ich natürlich. Ein Schnitzel wäre auch nicht schlecht. Passiert nichts? Passiert nichts? Oh, eine alte Banane. Alles anzoomen hier, vielleicht passiert irgendwas. Tja. So ist das. Gucken wir mal hier. Wir müssen das Bild erst wieder lesen. Vielleicht ploppt er dann irgendwo auf, den Schnipsel. Ich hoffe mal nicht, dass ich jetzt noch zwei Stück suchen muss. Aber ja. Sieht so aus. Da? Nein. Kein Schnips. Auch nicht. Vielleicht. Aber da war doch gar kein Schnipsel zu sehen bei dem Teddy. Wo konnte ich denn was aufheben? Hier oben, vielleicht steht der hier oben, schnipst du nur auf. Nein. Warum sollte da auch ein Schnipsen liegen? Ja, ja. Wo bist du denn? Oh, Cookies. Cookies. Vielleicht, wenn ich da in die Tür reingucke. Bringt aber nichts. Kann doch nicht sein.
Telefon? Klümpchen. Ach Leute. Jetzt bin ich schon wieder hier in der Ecke. Oh, ich muss mal. Ich möchte doch einfach bitte nur. Schnipsel finden. Wer möchte? Ich doch nicht. Immer noch das gammelige Blatt da. Aber da? Warte, sieht das mal ein Schlüssel aus? Nein. Das ist keiner. Warum sollte nochmal ein Schnipsel hier drin liegen? Wäre auch Schwachsinn. Tja! Schön! Freue mich! Toll! Tolles Spiel. Ich sehe da nichts. Ich kann nicht reingucken, verdammt. Boah, warum ist das so dunkel? Jetzt bin ich hier schon fünfmal lang gelaufen, Alter. Und ich habe verdammt nochmal keinen Schnipsel gefunden. Das macht keinen Spaß. Ich bin zu doof für dieses Spiel, glaube ich. Aber wir geben nicht auf, wir werden die Schnipsel schon finden. Muss ja irgendwo sein. Wenn ich selbst tausendmal hier rumlaufe, irgendwann werde ich den Schnipsel schon finden. Oder wir treten einfach die Tür jetzt ein. Ja, ja. Ach Leute. Was ist das? Ah ne, ist die Kakerlake. Ich hab gedacht, der würde so einen Schnipsel geben. Oh Scheiße, mein Bein ist eingeschlafen. Nicht gut. Sind wir schon wieder hier in der Ecke. Tibas, hast du einen Schnips?